Dachte, du bist im Urlaub. Ich war im Urlaub. Ich bin frisch aus dem Urlaub zurück. Ich fühle mich pudelwohl gerade. Ich lag jetzt faul wie ein Walfisch in der Therme Erdingen den ganzen Tag. Jetzt brauche ich keine Namen mehr, Leute. 3 Minuten Delay. Das war 3 Minuten alt, die Suche. Es tut mir sehr, sehr leid, aber die ist 3 Minuten alt, die Suche. Okay, Nutcracko ist am Start. Jetzt geht's ab. Danke an Schnopp und an Turilo für den Support. Einen wundervollen Wünsche ich. Schön, dass ihr mit dabei seid. Moin. Okay, Agorin ist in meinen Channel gejoint, hat sich aber voll gemutet. Kennen, Tipftrick, vielen lieben Dank auch dafür den Support. Willkommen, willkommen auch hier. Und Bonus-Meme ist mit dabei. Das gute alte Bonus-Meme. Ich hoffe, das geht sich jetzt noch aus. Wir haben halt letzte 10 Minuten, dann müssen wir verfäden. Lass mal kurz einmal testen, ob das bei 10 Minuten geht. Oh, hoffentlich geht das nicht erst bei 15, ha? Oh, Amowold ist crazy. Amowold ist richtig crazy. So, wo bin ich? Bin ich Midlane-AP-Schlager? Ich weiß nicht, ob Midlane-AP-Schlager so gut ist. Da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher. So, wir wollen das hier. Wir wollen Dark Seal und eine Refillable Potion. 2 Punkte ins W und 1 Punkt ins E. Ja, ohne Sichtbarkeit brauchen wir noch nicht hier. It's Infusion, Cookie Raider. Vielen lieben Dank auch dafür den Support. Okay, jetzt sind alle. Sind die Ultis jetzt alle bekannt? Oh, wir haben Camille mit Cho'ult. Ich glaube, Cho'ult ist eine der lustigsten tatsächlich. Weil du so groß wirst. So eine große Camille ist bestimmt was Lustiges. Es ist real mit Lux-Ult, ist auch komplett droll. Oh, Diana mit Mordekaiser-Ult ist scary. Samira mit Ezreal-Ult macht überhaupt keinen Sinn. Senna mit Ezreal-Ult ist ziemlich nice. Chaco mit Malphite-Ult. Come on, man. Das ist ja disgusting. It's Infusion, Snow und Eclipson. Vielen lieben Dank für den Support. Genauso wie der MM Rudy. So. Und White Chap ist mit dabei. Vielen lieben Dank auch da, werter White Chap. Okay. Ich hätte wahrscheinlich die Raptoren oder so farmen sollen, ha? Huh? So Semi hier, ha? Oh! Okay! Krass. Okay, das ist eine starke... Das ist eine starke Kombo. Holy shit, Mann. Das ist eine sehr, 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 sehr starke Kombo. Sivange, vielen Dank auch dafür den Support. Einen wundervollen Dwitchig. Jetzt, wo steht denn, wann man verfäten kann für Notfall? Was? FF? Too early. Ich hoffe, es geht bei 10 Minuten, ansonsten bin ich screwed. Kitolume, vielen Dank auch dafür den Support. Einen wundervollen wünsche ich. Aber nicht so gut, kein Q zu skillen, man hätte vielleicht überleben können sogar. Okay. Just a little bit closer. Irgendwie super weak, ne? Early Game AP Shaco, I guess. Mal noch ein bisschen reinscalen hier in das Ganze.
Können wir uns hier kurz unser Lost Chapter holen? Ich weiß ja nicht, ob ich zu dem Punkt komme, dass wir richtig was machen. Wenn dich einer trollt und Nein drückt, naja, der Modus hier dauert ja maximal 20 Minuten und wir haben 10 Minuten Verzug. Das heißt, wenn ich Pech habe und mich einer trollt, gibt es kein Problem am Ende des Tages. Aber wäre natürlich trotzdem nervig. Ja, wäre schon nervig, ganz klar. Wo sind denn die alle so tanky hier? Huh? Sag mal. Warum macht denn meine scheiß Box 0 Damage, hä? Und das war eine Scam-Box. Nein, niemals so den Kill lassen. Die kann mich jetzt noch töten, wenn ich Pech hab. Wie? Glück, Glück, Glück. Schade, dass meine Box irgendwie null Schaden macht. Ja, vielleicht kommt das noch. Brauchen erst Alian ist. Oh, nice, wir haben den First Strike. Das ist super huge. Wenn ich mich nicht schwer täusche. Weil dann können wir, glaube ich, viel, viel schneller pushen, ne? Wenn wir den Drake haben. Zoltan, monokausales Küchengerät. Das ist ein sehr spezifischer Name, ne? Vielen lieben Dank für den Support, Leute. Einen wundervollen wünsche ich. Morgana mit Rakan-Ult ist so nice. Oh Gott, das klingt so toxisch. Morgana mit Rakan-Ult. Das klingt aber so toxisch. Okay, jetzt hat die Box fast die Backline-Minions gewonnen-hittet. Halt nur fast. Nice. Oh no. Oh no. Was für eine Scheiße, ey. Das war super dumm von mir, ne? Das war so dumm von mir, dass ich mein Dings benutzt habe, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Wenn ich da meine Box nicht stelle, beziehungsweise wenn ich meine Ult nicht mache, dann kann ich, also danach bin ich halt fein im Deathrealm. Aber gegen eine Diana im Deathrealm sein, ist kein Spaß, ey. Holy shit. Danke an Eisno, Kurbel, Fabel, Blackmore, Temex und Lil Blawling für den Support. Ah. Mein Team spielt voll gut und ich bin hier am Grief, man. Das ist nicht so schön. That's not what I like to see. Aber ist das nicht immer so, Twitch-Chat? Was wäre denn ein No-Way-Stream ohne einen guten Grief hier die ganze Zeit? You were moved. User was moved to your channel. Hallo? Ja, servus. Ja, moin. Haben wir schon einen Ban-Plan für gleich? Nicht wirklich. Also, die sind irgendwie schwer. Die haben nicht wirklich so einen Stil oder so ein paar Champs. I don't know. Ich weiß nicht, was ich irgendwie bannen soll. Also, ich würde sowas wie Zillion Mitte würde ich nicht bannen, weil du kannst ja immer free reinscalen, oder? Das ist richtig, ja. Das sollte völlig fein sein. Ist so wie Irelia First Pick, ist das möglich, die First Pick? Ja, picken, ja. Oder? Ich glaube, wir können das so gut flexen zwischen Tolkien und mir mittlerweile. Okay. Ich glaube, Irelia ist einfach sehr, sehr broken. So, und Irelia ist dann auch übel gut gegen Zillion, oder nicht? Ja, kann gar nichts machen. Kann gar nichts machen. Hallöchen. Ja, servus. Was mit LeBlanc? Die haben auch LeBlanc gespielt. LeBlanc finde ich persönlich sehr broken. Wenn wir einen Ban frei haben, würde ich die gerne entfernen. Gut. Die ist auch ganz gut gegen Irelia. Moin.
Moinsen. Alter Lothar. Also den Main-Champs sind halt irgendwie so Zillion Mitte, Poppy Top und Cartus Jungle. Hört sich fucking terrible an. Aber das ist auf jeden Fall eine wilde Kombo, ja. Ist ein Multi für uns? Hab ich nicht gemacht, ne. Ich hab da die letzten Games angeschaut, so. Und dann die Profile überprüft und die sind halt so, sind nicht wirklich One-Tricks, sie können mehr spielen, sondern sie sind dann Main-Champs. Hm. Wir können dann jetzt, theoretisch können wir bannen LeBlanc, Viego, einfach nur weil der Jungler Viego gespielt hat, letzte Runde, im letzten Game. Mhm. Und dann, ja, Poppy? I don't know. Der gute alte Poppy-Respect-Ban. Wer kennt ihn nicht? Meinetwegen Thresh oder so, der Supporter ist Thresh-Main. Wir können Poppy bannen, wenn wir Irelia spielen wollen. Poppy ist einfach eklig dann. Teamfights, weil du halt das W interrupten kannst. Also ich schau mir gerade die Game an, der spielt Kha'Zix, Evelynn, Nocturne. Agorin, hast du uns was zu sagen? Warte, der spielt auch Shyvana. Was ist denn das denn? Agorin, hey, Mini im Gegnerteam. Wahnsinn. Ja. Jo, hi. Check-in habt ihr da gemacht, hab ich. Ja. Was haben wir gemacht? Seid ihr unmuted live? Ja. Ja. Alles klar. Ich bin auch unmuted live, ja. Alles klar. Ich bin auch unmuted. Oh, Captain, du denkst ja müde. Alles gut bei dir? Ja, nein. Ich hab bis 6 Uhr morgens mit Froggy eine Discord-Party gemacht. Aber du brauchst es ab, dann bin ich hier, ja? Mit oder ohne Nebel? Ohne Nebel, das war Offstream. Was zur Hölle ist eine Discord-Party? I mean, der trinkt mit seinen Freunden jeden Saturday, so on Discord. Und jede Woche sagt er, komm vorbei, Köppo. Dann nach vor der King bin ich dann kurz Hallo sagen und dann jetzt war, ja, suddenly war es 6 Uhr morgens. Ich war mal ganz drunk, ich war ganz geil. aber war Spaß. Danke dir fürs Einspringen. Jo, gerne. Trundle, ja? Trundle war, richtig. Trundle war's. Wir machen es sehr schnell zu 20 Minuten Games und dann gehe ich wieder schlafen. Ja, mir wäre es auch recht, wenn es schnell geht, ne, Agrin? Ja, ich kann dafür sorgen. Ja, ja. Also wenn wir müssen nur einen Win brauchen wir mindestens, ne? Ja. Richtig, wenn wir einen Win haben, sind wir safe. Safe weiter. Und wenn wir zwei haben? Mindestens im Tiebreaker. Leute, was ist eigentlich, wenn wir, also macht es einen Unterschied, ob man erster oder zweiter ist? Ja. Ja. Was für einen? Einfach die Schwierigkeitsstufe der Gegner und die Position im nächsten. Ich glaube, du musst glaube ich, eine Runde später, du steigst irgendwie eine Runde später ein, glaube ich. Also ja, genau. musst du eine Runde weniger spielen, quasi. Wäre es theoretisch nicht von Vorteil, wenn wir mehr spielen dürften? Für uns? Ja, schon, aber darauf würde ich jetzt nicht anlegen. Also du willst aber nicht drauf spekulieren, würde ich sagen.